Herr Stahl, Sie sind uns aufgefallen. Sie sind uns aufgefallen, weil Sie eine Begegnung im Supermarkt hatte. Preisexplosion. Das klingt für viele noch völlig abstrakt. Jeder sagt, ja, ja, das ist dann irgendwann ein Problem vom Herbst, vom Winter. Irgendwann kommt das auf uns zu, aber uns geht's doch noch gut. Sie aber, Sie wissen, nein, das ist noch lange nicht so. Es geht ganz vielen Menschen richtig schlecht. Erzählen Sie uns, was Ihnen passiert ist im Supermarkt. Also, man geht natürlich einkaufen und man kauft ein. Natürlich stellen wir fest, dass Kilopreise oder Stückpreise teurer werden. Aber solange man das selber irgendwie noch tragen kann, dann drückt man das weg. Ja, man hört natürlich immer, die Inflation wird immer schlimmer. Aber es gibt ja nun mal schon 14 Millionen Menschen in unserem Land, besonders ältere Menschen und Kinder, die schon stark unter Armut leiden. Und jetzt kommen noch diese explodierenden Preise dazu. Und wenn man dann an der Kasse steht, man sieht die Menschen um sich herum und dann ist noch eine Person davor und dann sehen sie eine alte Dame bezahlen, ja, zwischen 70 und 80, und sie stellen auf einmal fest, wie sie halt nicht bezahlen kann, wie sie nach ihrem Kleingeld wühlt und es halt nicht mehr hat und sagt dann, auf was können sie, was sie verzichten kann, und sie gibt das Brot und irgendeinen Aufschnitt zurück. Das ist Ihnen passiert, ne? Das ist mir genau passiert so erlebt. Vor ein paar Tagen, und dann sieht man, das kriegen auch andere mit, ich mache der Verkäuferin dem ja gar keinen Vorwurf, ich meine, alles andere, wenn sie das verschenken würde, wäre Diebstahl, ja, aber man sieht das so, dann sehen sie die alte Dame weglaufen und sie sehen, also diesen Schmerz, den man da führt. Und dann gehst du da hin und bezahlst deine Sachen und siehst, du kannst das alles noch bezahlen. Wie lange ist eine Frage, aber du kannst es. Ich habe dann dieses Brot und den Aufschnitt mitgenommen und bin der alten Dame nachgegangen, die sich erstmal erschrocken hat, als ich sie angesprochen habe. So ein großer, kräftiger Kerl spricht sie an. Und dann sage ich, wissen Sie, tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie das bitte mit. Nehmen Sie das. Und dann sehen Sie einerseits diese Freude und dann die Tränen. Und Sie sehen eine alte Dame, die anfängt zu weinen und sofort ihr Herz ausschüttet und in ein paar Worten schon alleine sagt, dass sie nicht mehr leben möchte. Nicht mehr leben möchte, weil sie nicht mehr weiß, wo das hingeht hier in unserem Land. Und nicht mehr weiß, wie sie ihr Stromrechnung oder ihre Gasrechnung bezahlen soll. Und das macht etwas mit mir. Ich sehe seit über 9 Jahren so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Tod, Missbrauch. Fast 100.000 E-Mails habe ich bekommen von Menschen, die verzweifelt sind. Und jetzt, nicht nur dadurch, auch schon im Vorfeld, bitte mach da was, tu da was. Ich kann ja nur im Landtag sprechen, in Abgeordnetenhäusern und im Bundestag. Aber wissen Sie, ich habe das Gefühl, unsere Politik hat vollkommen die Bodenhaftung verloren, hat vollkommen den Überblick verloren. Und ja, wir können alle weniger duschen. Aber Fakt ist, Vorbilder zu sein bedeutet auch vorbildlich sich verhalten. Wenn ihr Opfer und Entbehrungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei euch anfangen. Denn eines nicht vergessen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt nicht nur für reiche Menschen, sondern für jeden Bürger in unserem Land. Wir haben die Politik hier am Tisch sitzen und ich will das eigentlich direkt mal weitergeben. Hat die Politik, da ist richtig viel Emotion hier drinnen, weil Herr Stahl es jeden Tag mit Menschen zu tun hat. Die Dame ist ja nur ein Beispiel, die sich ihr Leben nicht leisten können, weil denen es um die Existenz geht. Weiß die Politik das? Wir berichten über Teuerschockgipfel, wo nichts mehr rumkommt. Besprechen Sie das im Kabinett? Natürlich, reicht das. Ich bin kein Teil des Kabinetts. Ich bin ja Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Aber wir sind mit an der Bundesregierung beteiligt. Da sind wir sehr froh drüber. Natürlich wird darüber gesprochen. Und das ist ein großes Problem, was wir im Moment haben. Und das hat sich verschärft durch den Angriffskrieg, den Russland auf die Ukraine führt. Weil dadurch die Inflation einfach in einer Art und Weise zugenommen hat, was die Leute betrifft. Und da wurde schon viel getan. Aber dass Ihnen das nicht reicht, das kann ich auch verstehen. Aber klar ist auch, wir haben viele, viele Entlastungspakete schon geschnürt. Das Zweite ist jetzt auf dem Weg in der Umsetzung. Es gibt Einmalzahlungen, auch 300 Euro für jeden Bürger, der im Erwerbsleben steht. Es gibt ja den Tankrabatt. Es gibt auch, der ja stark kritisiert wurde, aber der wirkt. Es ist diese Energiesteuersenkung, die tatsächlich auch ankommt. Es gibt das 9-Euro-Ticket, was ja alles Entlastungen sind in der Summe. Aber ich verstehe, dass Sie, wenn man solche Dinge erlebt, dass Sie sagen, das reicht nicht. Und die Frage ist tatsächlich, was kann man tun? Und wir sind auch in der Lage, dass der Bundeshaushalt in einer Situation ist, nach 2 Jahren Pandemie. Wir kommen aus einer Zeit heraus, die schon schwierig war und sind in eine noch schwierigere Zeit gegangen, dass nicht alles kann kompensiert werden. Aber natürlich müssen wir jetzt weiter überlegen, was kann auch in Zukunft getan werden. Wir warten jetzt auf den Progressionsbericht im Herbst und wollen dann auch dahingehen, dass tatsächlich die Bürger, die arbeiten gehen, mehr von ihrem Geld haben. Dass man auch an den Steuertarifen klettert, vielleicht was macht, dass die Leute auch mehr Geld in der Tasche haben. Das sind alles Maßnahmen, die ergriffen werden. Der Vorwurf, Politik tut nichts, der kann ich so pauschal nicht stehen lassen, dass es immer noch mehr sein kann. Das kann ich verstehen, aber es kann auch nicht alles kompensiert werden an der Stelle. Aber können wir, also erstmal 300 Euro und die dann noch versteuert sind, wo 160 Euro ankommen, ja? Haben Sie sich mal ausgerechnet, was man beim Einkauf jetzt mehr bezahlt? Ja, 25-30%. Na, wie lange soll denn das reichen? Ein Monat? Und jetzt reden Sie von Menschen, die arbeiten. Okay,
Was nehmen wir denn bei einer alten Dame, die 850 Euro Rente bekommt? Hm. Und ein Bundestagsabgeordneter, also Sie inklusive, wenn ich das richtig verstanden habe, hat einen Rentenanspruch von 250 Euro für jedes Jahr. Das heißt, Sie sind da 4 Jahre drin, ob Sie wiedergewählt werden oder nicht, und bekommen 1000 Euro Rentenanspruch. Wie erkläre ich das den Menschen? Wie erkläre ich das den alten Menschen, die nicht mehr leben wollen, die nicht mal 1000 Euro haben, die ihr Leben lang geschuftet haben für dieses Land, das Land aufgebaut haben, in dem Sie, ich, unsere Füße bewegen? Wie erkläre ich diesen Menschen, wie wollen Sie diesen Menschen erklären, dass das gerechtfertigt ist? Wie wollen wir erklären, dass die Bundestagsabgeordneten und ganz besonders die führenden Politiker in unserem Land sich die Diäten erhöhen in einer Krise noch nie dagewesenen Ausmaß? Wie wollen wir das erklären und sagen, ja, wir Gehaltsanpassung, wo alle weniger bekommen, wo alle Preise durch die Decke gehen? Wisst ihr, fangt bitte, und das ist jetzt nicht persönlich, wenn ihr Vorbilder sein wollt, dann habt ihr bei euch anzufangen, bei euch. Ja, wir helfen überall. Aber ihr habt einen Eid geschworen, ich, Sie, die anderen, die da die Macht haben. Die haben einen Eid geschworen auf dieses Land und auf diese Bürger. Und diesen Eid fordere ich millionenfach unterstützt ein für die Bürger hier. Es ist noch viel mehr zu tun. Schauen wir drumherum. Andere Länder können auch noch viel mehr tun. Ich kann es nicht mehr hören. Ihr. So, jetzt können wir aber auch Frau Konrad nicht alleine den Vorwurf machen, auch wenn sie die einzige Politikerin ist, die wir an Tisch haben. Ich nehme ja den Vorwurf gern auf und will ihn auch mal so ein bisschen versuchen zu entkräften. Dann, das hört man ja immer wieder. Fangt mal bei euch an und dann geht's. Damit ist ja de facto die Welt nicht gerettet. Damit ist ja der Haushalt nicht gerettet an der Stelle. Und damit ist ja auch nicht alles kompensiert, was Sie zu Recht adressieren. Und die Frage, die man ja stellen darf, ist, tut ihr genug? Ich kann mal sagen, Bundestagsabgeordnete, die sind nicht so faul, wie viele denken. Wir sind auch von morgens bis abends unterwegs, gerade jetzt in Sitzungswochen. Naja, ich will das auch. Ne? Wir sind unterschiedlicher politischer Ansicht und wir sind gewählt, für eine Zeit lang Politik für dieses Land zu machen. Und ich spreche da für mich. Ich tue das auch in voller Demut und auch in dem vollen Bewusstsein darüber, was gerade draußen los ist. Ich bin aus der Landwirtschaft. Ich weiß, was draußen los ist. Es gibt da unglaubliche Defizite. Und das ist ja auch das, was Menschen wie mich ins Parlament treibt, überhaupt dazu treibt, politisch zu werden. Und Sie können mir glauben, da wird auch viel getan. Und es geht halt oft, und das ist ja das, was das macht mich manchmal auch unzufrieden, dass manchmal Prozesse sehr, sehr lange dauern in der Politik. Auch frustrierend, und das ist Politik, Teil unserer Demokratie am Ende des Tages. Wir dürfen jetzt nicht allen Frust auf der Politik abladen. Die ist von der zentralen Bedeutung. Und solche Beispiele zerreißen einem natürlich das Herz. Das muss man ganz klar sagen. Und wir sind ja auch draußen im Lande unterwegs. Wir sprechen mit Leuten. Und was die Politik einfach häufig vergisst, ist die in dieser abstrakten Sprache, wie konkret der Lebensalltag für die Menschen ist. Ab 80.000 Euro Jahresabkommen gehört man zu den 20 reichsten Prozent in diesem Jahr. Das heißt, man muss sich einfach klar machen, mein Sohn als Bürokaufmann geht mit 1800 brutto nach Hause. Da gehen die Abzüge davon ab, da geht die Miete von ab, dann bleibt der Rest zum Essen. Da ist jetzt aber nicht viel Spielraum. Und so geht es Verkäuferinnen, so geht es Leuten, die in Teilzeit arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Und die Pyramide ist nach unten breit und sie ist da tatsächlich in weiten Strecken arm. Da kann man auch mit Steuersenkungen nicht mehr viel machen, weil die oftmals schon gar keine Steuern zahlen. Das ist einfach ein Problem. Und hinzu kommt dann noch, wir haben einen ausgetüftelten Sozialstaat, dass du dann Schreiben bekommst, die du schlichtweg nicht mehr verstehst. Also das ist keine Arroganz, dass man dann sagt, ja, ich lasse den Brief liegen, sondern du kriegst da manchmal Schreiben, sind sie mittelbar oder unmittelbar zulagenberechtigt. Und dann stehst du davor, was bin ich, wer bin ich? Und dann lässt es lieber liegen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine deutsche Besonderheit, dass wir uns da in der Bürokratie... Man hätte Anspruch auf Unterstützung. Also es ist, man tut wirklich gut daran, auch als Politiker sich da immer mit der Basis rückzukoppeln. Das kann man nicht pauschal in Vorwurf machen. Die Diätenerhöhungen sind ja auch an die Reallohnentwicklung gekoppelt, also nicht ganz ohne Rückbindung zur Welt da draußen. Trotzdem immer rausgehen, immer mal am Wochenende selbst einkaufen und sich dem wirklichen Alltag aussetzen, das kann man eigentlich jedem nur raten. Natürlich. Und Herr Stahl, Ihnen passiert das zu wenig. Was ist Ihr Lösungsvorschlag? Hier haben Sie die Gelegenheit. Also ich fände es ja schon mal erstmal gut, das wäre so mein Einstieg, dass erstmal viele Politiker, die überhaupt führende Ämter annehmen, erstens schon mal aus diesem Bereich auch kommen, das wäre sehr hilfreich, und zweitens vielleicht auch in ihr Leben schon mal gearbeitet haben und nicht direkt vom Studium in die Politik fallen, weil dann ist man ein bisschen weltfremd. Und wenn mir ein Kanzler erzählt, der heute Kanzler ist, dass er nicht mal weiß, was Sprit kostet, ja, dann ist das so weit weg von jeglicher Realität, dass es einfach wehtut. Und ich bin sehr bürgernah, ich komme von ganz unten und da werde ich auch nie vergessen, wo ich herkomme. Aber
ein Politiker, nicht alle, es gibt nicht die Politiker, es gibt aber einige, die sind wirklich für weltfremd, haben ja gar nicht diese Kopplung zu den normalen Bürgern. Und da haben Sie richtig schön gesagt, mal ein bisschen Demut mir wünschen, mal ein bisschen Bürgernähe, dass Sie sich mal hinstellen und einfach sich informieren, was kostet denn ein Leibbrot jetzt, damit Sie das verstehen. Und wenn ich dann sehe, ich kenne auch Frau Ernst, also Familie Scholz und Frau Ernst haben fast 50.000 Euro im Monat. Also Sie wollen jetzt mal ganz konkret, Politiker sollen weniger verdienen, so verstehe ich Sie, auch Abgeordnete? Die können von mir aus auch mehr verdienen. Sie sollten bloß das Geld, was Sie da bekommen, auch wirklich wert sein. Und bitte den Bürger mit einbeziehen und nicht zu vergessen, wir machen Politik für alle Menschen und nicht für ein paar wenige. Das trifft doch hier nicht die Milliardäre und die Millionäre. Mann, die erheben doch auf ihre Geschäfte die Kosten mit hoch, denen geht's doch weiterhin gut. Sondern diese 14 Millionen Tendenz mehr, wenn wir diesen Weg weiterlaufen, den wir jetzt gehen, und wir wirklich jetzt eine Preiserhöhung von, weiß ich, 7, 8, 9% bei Gas und Strom haben, na, wie viel Armut wollen wir noch haben? Wie viele Menschen sollen ihre Wohnung verlieren? Ich glaube, die Preisexplosion will jetzt auch kein Politiker haben, muss ich nur kurz sagen. Das ist jetzt schon klar. Aber Lösungen sollten her. Ich will Sie auch einmal einbeziehen. Kommen Sie doch einmal zu dem Thema. Geht Ihnen das auch so? Können Sie diese Wut verstehen? Merken Sie in Ihrem Umkreis, dass erste Menschen sich in Ihrem Umfeld wirklich in der Armut befinden? Dass sich was verändert gerade? Definitiv, das ist definitiv so. Und ich glaube halt, das Geld ist ja da. Das ist ja das Schlimme, das Geld ist da. Es wird falsch ausgegeben, es wird in irgendwelche Sachen investiert, die irgendwelche Brücken, irgendwelche blöden Projekte oder so, die keinen Nutzen haben oder wo einfach keiner mal ein Auge drauf hat, weil irgendwelche Lokalpolitiker sich vielleicht irgendwelche Paläste oder irgendwelche Denkmäler bauen wollen. Und ich glaube, wenn man da halt ansetzt, dann gibt es auch genug finanzielle Möglichkeiten, hier gezielt zu unterstützen. Ich meine, es gibt genug Beispiele dafür. Das Schwierige ist natürlich, und wir haben das bei jeder neuen Regierung in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass das Bestehende bewahrt wird und dann nochmal draufgesattelt wird. Das betrifft die Stellen. Die Ampelkoalition, ich kann es Ihnen nicht ersparen, hat jetzt 9.000 Stellen sich obendrauf nochmal gegönnt. Da fallen 3.000 weg, aber netto sind es immer noch 6.000 mehr. Es sind mehrere Staatssekretäre dazugekommen. Es sind ganz kurios, das Innenministerium hat die Bauzuständigkeit ausgelagert zu einem eigenen Ministerium und hat jetzt mehr Mitarbeiter als mit der Baukompetenz. Und das Bauministerium jetzt solitär hat nochmal 422 Stellen sich dazu gewünscht, weil man ja alles neu regeln muss. Das versteht natürlich draußen im Land keiner mehr. Das verschwindet so in den Fluren, ist auch unerotisch und die meisten Leute haben auch nicht Zeit, sich da nun ewig drüber zu empören. Aber das sind natürlich so Effekte, wo man sich immer sagt, wieso gönnen wir uns hier ein neues Amt für die Bearbeitung von Riester-Verträgen? Ja, das ist ein guter Schritt, den Bundestag zu verkleinern, Frau Konrad. Das ist ein Riesenthema, dieser aufgeblähte Bundestag. Das ist ein Riesenthema. Der erste Aufschlag für eine Wahlrechtsreform ist da und das muss auch gelingen. Also daran muss ich auch die Ampelkoalition messen lassen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das auch gelingen muss, tatsächlich, dass wir wieder zu einer Normalgröße zurückfinden. Es war ja nur Glück, dass es dieses Mal nicht noch weiter explodiert ist, wie es explodiert ist. Und das ist tatsächlich auch das Vorhaben, was jetzt was eine ganz große Priorität, glaube ich, haben muss. Aber ich würde mir manchmal auch ein bisschen mehr Nebensätze, vielleicht eine Berichterstattung wünschen. Denn wenn man über den Aufbau der Stellen redet, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass da Stellen in der Sicherheit mitgeschaffen wurden, bei der Bundespolizei, die ja wichtig sind. Da wird ja keiner einen Zweifel dran haben, ne? Natürlich kann man immer Kritik üben, aber vielleicht auch ab und zu mal einfach den Halbsatz dazu schieben, warum denn manche Dinge auch einfach notwendig sind. Das Interessante ist nur, ist auch die Aufgabe der Politik, diese Halbsätze so deutlich zu machen, dass allen klar wird. Und ich adressiere es an die Presse. An die Medien, natürlich. Das ist ja auch völlig klar. Gerade im Bild haben wir es eher mit den Hauptsätzen, aber, aber es ist natürlich interessant, dass in der Bundesregierung einige hundert Stellen neu geschaffen werden für die EU-Ratspräsidentschaft und die bleiben dann aber. Wir sind nicht mehr EU-Rat, dann bleiben die Stellen aber. Jetzt haben wir zusätzliche Stellen für die G7-Präsidentschaft. Ich möchte wetten, dass die hinterher nicht gestrichen werden, sondern da wird irgendetwas gesucht und bei der nächsten Runde gibt es wieder Stellen. Also zu obendrauf. Viel Personal, aber ich habe hier rausgehört, zumindest ist das auf der Sichtbrille, dass das ein großes Thema ist, was auch viele Menschen frustriert. Personal kostet Geld und man fragt sich, warum muss der Bundestag so groß sein? Das ist auch eine Funktionalitätsfrage. Am Ende des Tages sind die Räume ja, haben die alle nur eine bestimmte Größe und wenn immer mehr Abgeordnete da sind, dann werden die Debatten ja nur länger, aber nicht unbedingt. Die Debatte hier, die kann ich leider nicht so lange werden lassen, denn